Freunde der mittelmäßigen Unterhaltung, ich begrüße euch zu dieser neuen Folge von Ayuden Chronicle 100 Heroes. Wenn du jetzt zufällig mitten in dieses Abenteuer hineingeplatzt bist, hier geht's zum Anfang zur ersten Folge. Ansonsten auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen, Link dazu in der Videobeschreibung, wenn du mal live dabei sein willst. Ansonsten genug geschnackt, los geht's mit dieser Folge. Dass da noch ein bisschen was passiert. Nicht, dass ich wieder schleichen muss, weil Schleichen war nicht so erfolgreich letztes Mal. Ah, vielleicht gibt es noch den einen oder anderen zu rekrutieren in der Ruine. Wer weiß, wer weiß. Let's do this. Autokampf. Aber er macht im Automodus keine Helden-Kombis. Das müsste ich wahrscheinlich erst einstellen. nochmal. Die ist gleich weg vom Fenster. Wunderbar. Wieder eine Stufe mehr. Kann ich noch ein bisschen Heilkraut verballern. Also sie kämpft ja mit ihren Fäusten. Sie muss ja ganz vorne stehen. Ich kann sie ja noch nicht mal ein bisschen schützen, dass ich sie in die hintere Reihe stelle. This must be Lost Town. Lost is putting it mildly. The heck happened here? There was a terrible disaster, years and years ago. It was long before my time, so I don't know the details. So if we make our way through this place, we'll be able to sneak into Harlan's Manor? Yep, or that's what Professor Smarty Pants said at least. Dann probieren wir's mal. Erstmal die Ressourcen schnappen. 22 Nahrung, perfekt. Ach du meine Fresse. Das sieht ja sehr gut aus. Okay, so läuft das hier also ab. Monster sollen ja hier auch rumlaufen, habe ich gehört. Beziehungsweise wurde uns gesagt, magische Tropfen nehme ich gerne, Schrimp. Ein Seegeist, Meereseidechse. Oh ja, ausgewichen, wunderbar. Und einen schönen Crit raushauen. Also du hast da vorne gar nichts verloren, Periel. Du machst keinen Schaden, du frisst einfach nur Schaden. Das macht mich wütend. Gut, also von den Gegnern geht's. Und sie geben ordentlich Erfahrungspunkte, aber trotzdem. Das stimmt mich sehr zufrieden. Ich muss trotzdem heilen. So. Zack. Also Periel gefällt mir absolut nicht da vorne in der ersten Reihe. I don't see a way forward. Easily slip in my foot. The good scholar needs to get his facts straight. There's really no way through? We've got to figure something out here. Das müssen wir wohl, ja. Yes. Whatever will you do? Oh, of course.
Mary, can you use your powers to teleport us across? Of course I can. I am perfection incarnate. You could have said something, instead of hinting around the issue. Es ist ja ein Zufall, dass ich sie dabei habe. Distance nominal. Direction nominal. Landing point? Well, I can't see it, but let's assume it's nominal. Oh, Carrie, you are a paragon. Yeah, but are you, like, 1000% sure here? Because the last time didn't go so hot. I have never made a single mistake in my entire existence, for I am perfect. Das ist wahrscheinlich optional, weil ich sie gerade in der Gruppe habe, ne? Is that clear? Yes! Tja. Fear not. Eine coole Sache. I have a perfect mental picture of where we'll land. So? But you just said you can see. Okay, I'll be quiet. Now gather round and stay close. Despite my inability to err, I can't have you causing problems. You've got this, Carrie. I should probably mention that one blunder will cast us irretrievably into the space between dimensions. But fortunately, that is not going to happen. Oh, this is herrlich. Where you all say, ah, what? But we'll just move right past that. One moment. Could we just... Wunderbar. Wunderbar, da verschlucke ich mich gleich. So, did we make it? Apparently, though I've no idea how. Did you see those giant lizards? What was that? A blunder. That's not true. It was just the scenic route. Right. Well, thanks for that. Danke. War mir eine Freude. Eine wunderbare Freude. Oh, ich wollte erst speichern. Oh. Do you want me to take you? Nein, ist schon okay. Schon okay, alles. Risky. Ach nee. Komm, überspringen wir hier. Wollt ihr hier nur speichern? Okay, wir wurden teleportiert. Zum Glück haben wir sie gefunden. Let's do this. Aber mal die Minuten Autokampf hier. Oh. Hat ein bisschen Schaden gemacht, der gute Fisch. Der hält aber ein bisschen was aus, kann das sein? Oh Gott. Er ist auseinandergefallen. Remora. Ach, das ist ein Kreisel. Ich habe einen Kreisel bekommen. Ich bekomme endlich Kreisel aus Monstern. Sehe ich das jetzt? Ah, guck mal, ich habe schon neue. Ein Bärenreiter. Cool. Endlich, jetzt kann ich mal richtig bei Koma spielen. Mit den coolen neuen Kreisel. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ach, das ist halt das Symbol dafür. Dass man einen Kreisel bekommt. Wunderbar. Man lernt nie aus. Aber ich muss auch sagen, mit den Tutorials hält sich das Spiel echt in Grenzen. Da wirst du bei manchen Spielen deutlich mehr in die Hand genommen. Erstmal schöne Kritte raushauen. Rums. So, ich muss immer noch die Mädels-Kombo sehen. Da bin ich noch neugierig drauf.
Gegen Giftkraut. Gegen Giftkraut? Hm, suboptimal. Nicht das. Heilkraut, ja, eins hier mal. Zack, und da. Hm. Was wollte ich machen? Keine Ahnung. Erstmal die Kombi raushauen. Hier geht's bestimmt weiter. Achso, das fließt jetzt da runter. Instinktiv richtig gegangen. Guck mal, ich kenne mich einfach gut aus. Hallo Kratzer. Remember Carrie? Perfection. Ich dachte eigentlich, er kann jetzt weitere Schläge hier machen. Aber scheinbar nicht. Weil ich ihm dachte, das ist ja sie. Mädels-Kombo, jetzt geht's aber los. Er ist das hier. Windverzauberung. Schutz der Windgeister. Erhöht Windresistenz Verbündeter 3 Runden lang. Gewährt Windschadensbonus. Erhöht Aktionsgeschwindigkeit. Okay. Das ist ja gar nicht mal so spektakulär. Komm, hau mal einen Blitz raus. So, jetzt sehe ich aber hoffentlich mal die Kombo hier. Die tolle Helden-Kombo. An den beiden Mädels. Oh. 190, das hat ja ein bisschen reingeknallt. Nicht schlecht. Bin begeistert. Jawohl. Interessante Special-Kombo. Wollte ich schon mal sagen. So, jetzt aber hier, komm. So, wo geht's jetzt weiter? Hier rüber? Okay. Remember Carrie? Perfection. Random Encounter, wir lieben sie alle. Sie sind so geil. Wunderbar. Jawohl, stay the hell down. Francesca bringt's immer wieder auf den Punkt. So, jetzt muss ich hier hoch. Oh, 6-mal potentes Kraut. Das ist ja wunderbar.
muss ich wieder zurück. Und dann die Kiste oder das Fass nach links schieben, oder? Ja. Dass ich da weiterkomme. Let's see some spirit, folks. Wasserseele. Ich habe mich nicht geheilt. Cool. Das könnte jetzt sehr böse enden. Okay. Lucht ist fehlgeschlagen. Gott. Okay. Benutzen wir gleich mal ein bisschen von diesem Kraut. Wenn man es einem schon reicht. So, zack. Aber ich bin an der einen Stelle da gar nicht vor. Okay, es geht noch weiter, ja. Ich würde schon sagen, an dieser einen Stelle, wo die Kiste da ist, bin ich ja noch gar nicht vorbeigekommen. So. Ist da was? Nee. Jetzt Sequenz. Huh. Now what do you make of that? I think it's coming this way. Oh, kommt ein Monster. Ja, geil. Die wollen scheinbar kämpfen. Oh, it's actually kinda cute. Kacke. Das ist doch nicht süß. Was ist denn mit euch los? Noah, you said it wasn't hostile. You said it was cute. Well, clearly I was mistaken. Save it, guys. Bossfight. Let's do this. Okay, es gibt ein Gimmick. Das. Jo, gucken wir mal, was passiert. Also man kann die beiden... Okay. Ist die Frage, sollte man die zwei angreifen oder nicht? Das ist die große Frage. Mal. Machen wir den Schleier mal. Gucken wir mal. Weiß nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass ich die zwei angreifen muss.
Damit er halt Stabilität verliert. 225 gefällt mir. Was machen wir? Ich greif jetzt mal den rechten an, also nur ein. Sie heilt auf jeden Fall. Hey, what's that? Made you look. Schön ein paar Crits raushauen. Au, au, das tut ja echt weh. Okay, jetzt ist es. Der ist jetzt untergegangen. Okay. Sie greift an. Achso. Damit die. Ah. Es reicht aus, wenn man einen angreift. Und dann kann man seinen Schwachpunkt angreifen. Okay. Ready to heal. So, der ist immer noch. Jetzt müssen wir ja alles rausballern, was geht. Sie muss angreifen. Jetzt. Und das hier, komm. Ja, das zieht nicht so viel. Aber die könnte vielleicht ordentlich. Ja, physischer Schaden haut voll rein. Okay. 324. Okay, er steht wieder. Also der Fokus auf einen reicht. Haben wir gelernt. Machen wir es so. Zack. Du heilst, weil da könnte was passieren. Auf den Krebs. Nimm das. Probieren wir es mal. Probieren wir es wieder. Stumm, das ist nicht gut. Hier. So, warten wir nochmal. Warten wir nochmal. Die greifen an. Die sind ja alle vor dem dran. Sie kann heilen. Obwohl, aktuell sieht es gut aus. Dann macht sie mal die stille Wut. Sie ist früher dran, deswegen macht, greift
Periel ist später dran. Dann kann Periel ja hier angreifen. Okay. Aua, aua. Umgefallen. Okay. Er liegt da. Hau mal wieder eine Heldenkombo raus. Direkter Angriff. Probieren wir es mal. Ah, die magischen Angriffe machen nicht so viel. .292 haut sie raus. Uha. Aber es macht schon Sinn, irgendwie beide auszuschalten. So, gucken wir mal. So. Sie heilt. Ariel nimmt auf einmal gar keinen Schaden mehr. Das finde ich krass. So, der ist weg. Genau, jetzt greifen wir den an. Zusätzlich. Zack, zack. Ja. So, meine Autorunde. Wo er umfällt. Peng. Okay, machen wir nochmal eine Autorunde. Dann noch einer. Ordentlich rauf da. Mann, der frisst aber auch Schaden, ey, schon wieder. Oh, ist er weg. Peng, peng, Freunde. Auf ein neues geschafft. Rune der Flut, das klingt gut. Für Melor wurde eine neue Rune freigeschaltet. Geil. Das lief doch mal ganz gut. Einer der besseren Bosskämpfe. Okay, dann haben wir es ja auch schon fast geschafft hier. Da ist nix. Hier war die Schatzkiste, ne? Von was man von der anderen Seite schon gesehen hat. Aber es gibt noch ein paar Nacktschnecken mit dicken Brüsten. Und ein Samurai-Geist. ...87, natürlich.
Der haut ein bisschen rein. Kommt, macht mal jetzt richtig Schaden hier, Freunde. Boah, 179, ein schöner Crit. Ein sehr schöner Crit. Rune des rücksichtslosen Schlitzers. Auch nicht verkehrt. Gewinnmarke erhalten. Erhöht Backwaffenrate moderat. Aber nur moderat, ne? Das ist nicht wirklich viel. Rune der Wasserverzauberung? Ja, das gefällt mir. So, jetzt haben wir es geschafft. Infiltration kann beginnen. Da sind ja ein paar Gegner hier, ne? Oh, das. Und sie macht jetzt mal hier den Atem des Windgottes. Oh, cool, sie ist weg. Einwandfrei. Läuft sehr gut. Läuft fantastisch. Vielleicht sollte ich den Rückzug antreten. Das sieht gerade nicht so optimal aus. Okay, gut, dankeschön. Oh. Den Ärger möchte ich mir nochmal sparen. Das war jetzt sehr suboptimal, was ich da abgeliefert habe, aber okay. Das ist die Arroganz nach dem Bosskampf. Oder wenn man nicht heilt nach dem Bosskampf, kann auch sein. Quiet, everybody. Look there. Was haben wir da? Was ist da los? Die Frau kennen wir doch. Oh, die und die. Yes, exactly. The former king's idiot son is utterly incapable of making up his mind. Hey, Harlan, sei mal nicht so gemein. But I assure you, I will make him consent to this. Considering the debt his family owes me, he is in no position to refuse. Very well. Just keep a level head, Lord Counselor. You still have time. Focus on making steady progress. I shall. And if I may, has word of my efforts reached Duke Zaldric? Das ist ein richtiger Arschkriecher, der Typ. Oh yes. And he rewards his capable allies most handsomely. That I promise you. Music to my ears. Wenn das Geld klimpert. And yet you demanded a contract written in the Duke's own hand. Not the most trusting of men, are you? Is something the matter? Nothing of import. The Duke is pleased with your work thus far. Just see that you make steady progress. I will not fail you. Ja, Harlan. Farewell for now, Lord Counselor.
kleiner, mieser Typ. Oh, jetzt auf einmal, Peter. Still, if I play my cards right, my dream of sitting the Eucrisian throne may yet come true. Ah. Daher weht der Wind, er möchte den Thron besteigen. Was soll man dazu sagen? It's her. I knew it. The woman in the mask? Who is she? We saw her at the Rune Barrows working with an Imperial spy. Interesting. But not as interesting as the story we just heard. In all his distrustfulness, Harlan has finally done something to serve his country. Yep. Let's go find that contract she talked about. Genau, den Vertrag brauchen wir als Beweis. Den müssen wir jetzt irgendwie ranschaffen. Er war im Runenhügel. Marisa nannte ihn Maske. Maske? Das habe ich noch nie gehört. Wir wissen, Harlan hat mit dem Recht zu tun. Du wirst es bereuen, mich so klein zu reden. Du wirst deine Worte bereuen. Periel, vergisst du nicht das Ziel? Was, Harlans Unterwäsche erhalten? Ich will doch nicht seine Unterwäsche. Ich habe seine Unterwäsche mitgenommen. Here it is. It appears legitimate. So we just take this and hustle our buns out of here? Yeah. That scholar guy would know what to do with it. Denke ich auch. Das Beste, was ihr tun könnt. Raus, Beweise sichern. There can be no mistake. This is a contract drafted by Duke Aldrich. It's written in the same hand as his letter to King Yuma. Then we have proof of Harlan's betrayal. We do indeed. Mm-hmm. So now Eucris is gonna fight the Empire, right? Right, guys? Ah, wir müssen die Karten aber noch richtig ausspielen. Will it though? I think we may require one more push to help our king find his resolve. Mm-hmm. What kind of push are we talking here? If I may, Commander Noah, I have a little job for you. Oh, noch ein Auftrag. Very well. I shall head to the palace straight away and sow the necessary seeds. Gotta be honest, I'm not sure what to make of this plan. Melridge clearly has something in mind. Are you feeling confident about those acting chops, Noah? Maybe? You can do it! Unfounded confidence is an actor's greatest weapon! The commander of the Alliance can do anything if he puts his mind to it, yes? Sure. I guess. Here goes nothing. Okay, aber es wäre mal interessant gewesen zu wissen, was man jetzt, was auf einen zukommt. Das wäre jetzt mal ganz interessant. Gehe zum Palast, okay. Darf ich auch speichern? Ich gehe einfach mal zurück zu meiner Festung. Ich weiß, das bist du. Perfekt wie üblich, ne? Dann passen wir ja gut zusammen. In a building mood, are we? So, jetzt kann ich mein Hauptquartier upgraden. Genau das werde ich jetzt auch machen. Oha. Jetzt geht der Spaß aber richtig ab. Ui, das sieht ja schon schick aus.
was jetzt alles möglich ist. Angelort hinzufügen. Missionsgilde bauen. Nicht bereit, kommerziell. Ach so, das ist ja hier, stimmt. Ah, das wäre jetzt bereit. Ich kann mein Restaurant bauen, wenn ich möchte. Gutachterladen bauen. Werkzeugladen zu erweitern, das Sortiment des Werkzeugladens, das wäre cool. Paket 1 zum Verkauf frei. Nur so ein paar Karten. Schmiede bauen, Schmiede wäre geil, ja. Trainingsplatz ermöglicht Verbündetenausbildung. Das, ja, da kommt ganz schön viel auf einen zu. 46 Verbündete oder mehr. Mann, 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 ey. Please come by anytime. Da habe ich noch ein bisschen was zu tun, würde ich sagen. Was ist der jetzt? Den habe ich jetzt freigeschalten. Ich kann mich jetzt teleportieren. Hin und her. Das ist ja auch praktisch. Kriege ich jetzt von ihm auch mal Medaillen oder sieht er einfach nur gruselig aus? Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Ich kann das Aktionsprotokoll einsehen, okay. Gesamtschaden an Gegner, 100.000. Doch erst so wenig. Das ist ja sehr nützlich natürlich. Gut, also mit dem Teleportstein finde ich sehr gut. Wenn ich jetzt sage, ich möchte mal in Ebene 2 schnell, dann teleportiere ich mich jetzt nach Ebene 2. Alles kein Problem mehr. So, dann werde ich hier nochmal speichern, richtig. Ja, stimmt, ich will ja eine Bibliothek bauen. Die wurde mir noch gar nicht angezeigt, die Bibliothek. So, dann machen wir hier ein Speicherchen. 18 Stunden. Schon spät heute wieder. Nach meinem anstrengenden Tag, deswegen würde ich jetzt Feierabend machen. In meinen wohlverdienten Feierabend gehen. Das war doch halbwegs produktiv, würde ich sagen, oder? Also ich muss noch ein paar Kameraden finden, was hier auf meinem Notizzettel steht. Aber ansonsten bin ich recht zufrieden. Das war produktiv. Produktiver, als ich dachte. Uiuiuiuiui. Da war aber wieder ganz schön was los in dieser Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben da lassen. Über einen Kommentar freue ich mich auch. Und das Abonnieren nicht vergessen, damit du auf dem Laufenden bleibst. Ansonsten gibt es hier noch eine Auswahl von ein paar hübschen, schönen Videos. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Sage tschö mit Ö, reingehauen und zum nächsten Mal.